In deinem Mathematikbuch oder in deiner Formelsammlung findest du die Formel Logarithmus von a zur Basis a ist gleich 1. Naja, das hört sich ja zunächst mal einfach an, aber warum das so ist, das will einem vielleicht nicht so direkt klar werden, dass das wirklich gilt. Aber um so eine Formel sich überhaupt merken zu können, ist es natürlich wichtig, dass man versteht, dass das wirklich passt alles. Und genau das will ich dir in diesem Video zeigen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir schauen uns die Formel an und die soll jetzt also ja bewiesen werden sozusagen. Also ich will dir zeigen, dass das wirklich gilt. Du kannst natürlich da einfach auch mal testweise Zahlen einsetzen. Was weiß ich, Logarithmus 3 zur Basis 3. Was kommt da raus? Kannst du mit dem Taschenrechner ausprobieren. Und du wirst sehen, da kommt tatsächlich 1 raus, aber das ist natürlich kein richtiger Beweis. Wie gehen wir hier vor? Ich nehme wieder meine Formelsammlung und wir haben da ja die Definition für den Logarithmus, also die Verbindung zwischen Logarithmieren und Potenzieren. Und diese Äquivalenzumformung wende ich jetzt gleich auch auf diese Rechenregel hier an und wir schauen uns mal an, was dann da rauskommt. Ich hebe das nochmal wieder entsprechend farblich hervor. Dieses Logarithmus a zur Basis a ist so gesehen das dahinten. Ja, ist gleich x, das wäre dann da. Und dann formen wir das hier oben in diese Form und schauen uns das an. Ich nehme mal die entsprechenden Farben. Grün ist hier diese Basis. Blau ist der Numerus sozusagen, also das, was letztendlich logarithmiert wird. Das ist das da. Und auf der anderen Seite vom Gleichheitszeichen, das ist hier rot hervorgehoben. Ja, und dafür muss dann entsprechend gelten, grün hoch rot. Ist gleich blau. Da, blau, ne? So, das setze ich da jetzt entsprechend der Farben ein. Dann habe ich also genau diese Äquivalenzumformung vollzogen. Das heißt also, hier steht a hoch rot, rot ist 1, ist gleich blau, ist gleich a. Ja, a hoch 1 gleich a. Naja, dazu muss man also, glaube ich, keine Raketenwissenschaft studiert haben, um zu erkennen, dass das wirklich natürlich genau das Gleiche ist. Das ist sozusagen trivial, a hoch 1 gleich a, das stimmt natürlich garantiert, das ist eine wahre Aussage. Wir sind durch eine Äquivalenzumformung dazu gekommen, aus dieser Gleichung hier oben. Das heißt, das da oben, das gilt auch garantiert und ist jetzt somit ja, ganz leicht einzusehen. Das heißt, diese Rechenregel hier oben, die werde ich auch mit in meine Formelsammlung reinschreiben. Falls du schon eine angefangen hast, dann kannst du das dann natürlich auch jetzt an dieser Stelle mit reinschreiben. Ich hoffe, dass du es verstanden hast, dass es nachvollziehbar war. Lass mir sonst gerne unten noch Fragen da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Ciao!